Ah, ja, Videospiellogik. So, ich wollte eigentlich mich nicht ablenken lassen. Hat wieder super funktioniert. Ich kann solche Open-World-Spiele wirklich mit sehr viel Fokus spielen, wie man merkt. Nehmen wir da mal was vor und bleib auch mal ganz krass am Ball. Lass mich auch überhaupt nicht ablenken oder so. Schwimmen wir jetzt mal darüber. Und gehen wir erstmal zum Lagerfeuer. Ich glaube, das ist mal das Erste, was ich jetzt mache. So. Schnell speichern. So, hier ist noch ein bisschen Holz. Ist das jetzt ein Spinnentyp? Ja, es ist ein Spinnentyp. Ein Spinnentyp und ein Vogeltyp haben sich ja zwei Typen zusammengetan. Metallscherben. Das sind sogar zwei. Oh boy. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Nein, das wollte ich auch nicht. Ja, bleib mal da stehen. Dann kann ich den nicht gleich töten. Ist zwar noch nicht tot, aber der Weg dahin ist schon mal geebnet. Nicht wegrennen. Bleib stehen. Willst du bitte stehen? Jetzt hätten wir es. Oh je. Würdest du bitte einfach aufhören mit dieser komischen Schildthematik? Danke. Kurz dein Schild runter, dann kann ich dir nämlich da in deine Hand schießen. Na komm. Gönn's mir einfach. Nichts Schönes darf man haben. Jetzt. Aber das war's jetzt, würde ich sagen. Das ist jetzt eine echt gute Ausbeute. Ich nehme jetzt einfach den Baum als Schutz. Du müsstest jetzt einfach dein Schild wieder loslassen. Das ist jetzt weg. Ja, genau. Komm noch ein bisschen näher. So. Auch das Problem haben wir gelöst. Ich bin jetzt auch nicht mehr ganz so wie vorher ängstlich, dass ich da jetzt, keine Ahnung, nicht mehr an die Maschinen so richtig rangehen kann. Ich meine, wir haben jetzt bei den letzten Aufnahmen, glaube ich, auch so Pirscher irgendwie besiegt. Und das muss auch erstmal hinkriegen. Also Pirscher sind natürlich ein bisschen anstrengender, weil die haben, glaube ich, so Minen, die sie hinlegen. Und sie haben eine Waffe auf dem... Da hinten ist sogar schon einer. Ich rede gerade noch davon. Das war... Ah, das war dieser Eingang.
Ich erinnere mich. Da sind jetzt aber einige Pirscher, kann das sein? Ja. Ich erinnere mich. So. Nein, das, das, das. Also mal, wirst du da oben mal ranspringen, Aloy? Da jetzt eigentlich? Das kann ich herstellen, das könnte ich auch herstellen. Was ist das jetzt eigentlich? Explosionsdinger, oder? Schockdraht. Feuerdraht. Sprengdraht. Oh boy. Es gibt einen versteckten Eingang und das ist der hier. Jetzt habe ich einen. Habe ich ihn doch gefunden. Und ich muss mich gar nicht mit den Pirschern da draußen rumplagen. Dann wollen wir schauen, ob das jetzt eine gute Idee war, da reinzugehen. Ich meine, wir haben ja die letzte Brutstätte auch irgendwie hinbekommen. Das Ding ist halt einfach, es gibt erstens gut EP, zweitens gibt es dann die Möglichkeit auch andere Maschinen zu überschreiben. Nein, da bin ich noch nicht hin. Jetzt ist man hier oben lang. Ich glaube, in diesen Höhlen gibt es immer diese Heilpilze, ne? Geben mir auch ein bisschen was aus. So, komme ich da jetzt? Moment mal, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Ah ja. Ich muss einmal im Kreis schwimmen. Sehr schön. So, also ich habe jetzt mit den Pirschern auch so kein Problem. Ich meine, ich kriege die schon irgendwie weg. Aber es ist halt einfach doof, wenn dann drei da rumlungern. Das wird dann schon so ein bisschen, ich sag mal, interessanter. Wer kommt wo? Es? Erst was? Wo? Wann? Wer? Wen hat's jetzt gesehen? Ey, Leute, was irgendwas, was ich nicht weiß? Ja, und auf jeden Fall möchte ich halt vor der letzten, dem Horizon Dawn Ding, möchte ich halt irgendwie auch ausgestattet sein. Und da nicht zu früh reinstürmen. Wenn wir irgendwie so ein bisschen ein Anliegen. Ach du. Liebe Zeit. Wie soll ich denn das schaffen? Alter. Weißt du, wie der mich in Grund und Boden rammen wird? Oh, ey Leute.
Ich versuche gerade irgendeine Taktik zu entwickeln, damit ich ihn irgendwie wegkriege, aber ich habe nichts, was hilft. Also ich habe ihm jetzt schon so viele Minen und alles Mögliche entgegengeworfen und er hat es trotzdem geschafft, weiterzurennen. Ich probiere es jetzt einfach nochmal, weil was soll der Geiz? Einfach alles pflastern, was ich kann. Ich weiß gar nicht, ob das mehr Schaden macht, wenn ich das alles hier zu pflastere. Aber mittlerweile ist mir das auch wurscht. Hauptsache, ich kriege ihn irgendwie klein. Es wäre schön, wenn er am Anfang schon anfangen würde, wenn ich hier die Sachen auslege, zu humpeln. Aber das Problem ist halt bei ihm auch, er hat einfach noch zu viele Waffen auf dem Rücken und sonst wo. Das heißt, ich muss dann auch irgendwo versuchen, dagegen zu halten, indem ich ihm Sachen abschieße. Schauen wir mal. Wie gesagt, mehr als schief gehen kann das Ganze gar nicht. Mal schauen. Ich bin gespannt, ob das jetzt irgendeine Auswirkung auf irgendwas hat. Ob das jetzt alles so voll geballert da unten. Wieder in die andere Richtung. Oh, ist das ein Arsch. Wirklich. Oh, jetzt stürmt er mich gleich danach sogar an. Ja, ich glaub's ja. Ich muss erst mal gucken, dass ich irgendwie ein paar Heilpilze wieder zusammenkriege. Weg. Komm bitte da auch noch durch. Dämlich, was der da für Attacken fährt. Ja. Den will ich doch gar nicht haben. Den will ich haben. Er ist einfach durchgerannt, auch nicht schlecht. Ja, renn durch da. Thank you.
Maschinenkill, ich habe ihn geschafft. Alter. Ja, ich habe ihn halt in manchen Anläufen mit so vielen Bomben und Sprengfallen versucht irgendwie zu kriegen. Aber ich glaube mittlerweile echt, dass du halt auch Teile abschießen musst, sonst kriegst du die einfach nicht. Du kriegst halt einfach irgendwie es nicht hin, also ich jedenfalls nicht, dass wenn du nicht genug damit irgendwelchen Sprengfallen arbeitest, um ihn halt Körperteile oder halt diese Bauteile abzuschießen, dass er dann nicht genug Schaden nimmt, um irgendwie umzufallen. Und jetzt gerade, wo ich angefangen habe, ihm wieder Teile abzuschießen, da habe ich ihn schneller bekommen. Das heißt, Sprengfallen ja, sind super, aber helfen nicht komplett. Ich werde das auch jetzt zusammenschneiden, weil ich werde jetzt nicht jeden Tod drin lassen. Ich finde das ein bisschen albern jetzt gerade. Vor allem, weil ich mich ein bisschen aufgeregt habe, ne? Also, das schneide ich dann mal gekonnt raus. Jetzt überbrücken wir das Ganze mal und haben jetzt die Möglichkeit, wieder neue Maschinen zu überbrücken. Klettere hinab. 10.000 EP, Fertigkeitspunkte 1. Okay. Das heißt, ich kann mir jetzt 2 Fertigungspunkte investieren und ich habe jetzt Zeta verfügbar. Sturmvogel, Donnerkiefer und Steinbrecher, die kann ich jetzt überbrücken. Oh, oh Kacke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und ich weiß gar nicht, warum ich zähle, aber ich will hier einfach mal weg. Ja, ihr könnt mich auch mal gern haben. Einfach nur ein bisschen im Dreieck hüpfen hier und dann zickzack springen. Dann kriegen sie mich auch nicht so leicht. Ja, die können auch scannen von mir aus, solange sie wollen. Den ganzen Tag nach mir scannen. 10.000 EP und Fertigkeitspunkt. Und ich habe natürlich dadurch auch Herzen von diesen Donnerkiefern bekommen. Ist auch ganz wichtig, dass ich das mir hier in Erinnerung rufe. Okay, das habe ich jetzt glaube ich geschafft. Da liegt sie. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen natürlich auch vor, nicht nur hier sinnlos Maschinen zu killen, sondern halt auch irgendwie vielleicht an Teile zu kommen, um halt mir irgendwann diese Steinschleuder zu ermöglichen. Wo sind die jetzt hin?